Hallo alle zusammen. Ich hoffe, ihr seid gesund und nicht zu sehr in eurer Existenz bedroht. Es ist wirklich eine düstere Zeit, aber ich bin sicher, dass es am Ende des Tunnels ein Licht gibt. Ich möchte euch mit meinen Videos einen kleinen Einblick in mein Leben während der Corona-Ausgangsbeschränkungen geben. Auch für mich ist es nicht immer einfach, aber das Leben geht weiter. 17. März 2020. Mit einer kurzen Ansprache beschloss ich, meinen bescheidenen Beitrag zur Corona-Krise zu leisten. In diesem Sinne, ich bleibe zu Hause. I'm staying at home. Je reste à la maison. Yo me quedo en casa. Ya hasta justo ma. Io resto a casa. 我待在家里。سوف أبقى في المنزل. بن إرده كاليورم. Eu vou ficar in casa. Und im Wiener Dialekt, ich bleib daheim. Ebenso appellierte ich an den österreichischen Rundfunk, vermehrt heimische Künstler im Radio zu spielen. Da auch ich künstlerisch tätig bin, möchte ich euch hier einen kurzen Aufruf des österreichischen Entertainers Dennis Chill vorlesen. Der an den österreichischen Rundfunk gerichtete Text lautet: Lieber ORF, als rasche Hilfe für österreichische Musiker schlage ich vor, ab sofort auf allen Sendern für mindestens 3 Wochen ausschließlich österreichische Produktionen zu spielen. Der geplante OP-Termin meines Mannes René im AKH musste leider aufgrund eines Corona-Falls abgesagt werden. Ich hingegen laborierte immer noch ein wenig an einer hartnäckigen Verkühlung, die mich fast durchgehend seit 24. Dezember 2019 begleitete. 18. März 2020. Obwohl ich mich noch nicht komplett gesund fühlte, erkundete ich den verwahrlosten Hinterhof unseres Wohnblocks und den darin befindlichen verwilderten Garten, der schon fast einem kleinen Wäldchen ähnelte. Beim Anblick dieses botanischen Rohdiamanten fasste ich schließlich den Plan, ihn zum Strahlen zu bringen. Eine Mammutaufgabe. Mein Plan: ein bisschen aufräumen. Schlimm. Ein alter Sonnenschirm. Naja, dann mal die toten Blumenkisten da wegräumen. Naja, es gibt wirklich viel zu tun. Na gut, fangen wir an. Es gibt immer was zu tun. 19. März 2020. Die Kurve der Corona-Infizierten steigt auf 2013 an. Am stärksten betroffen ist das Bundesland Tirol. Um meine Schleimhäute feucht zu halten, versuche ich seit einigen Wochen, die ideale Luftfeuchtigkeit von 50% zu erreichen, was nicht immer ganz einfach ist. Ich hielt mich tapfer an die Ausgangsbeschränkungen und lernte im Hinterhof Fremdsprachen. An diesem Tag war Französisch dran. Was heißt sinuös? Das heißt gewunden. Also der letzte Satz. Dans cette région montagneuse, in dieser bergigen Region, près de la frontière avec l'Italie, nahe der italienischen Grenze, les routes sont sinueuses, sind die Strecken gewunden und so weiter und so fort. Ich verfolgte zudem die aktuellen News aus Italien und sah mir die letzte Folge der Serie Don Matteo an. Ciao, miei cari amici, sono io, Sonja Sonny Hubmann. Io resto a casa con Don Matteo, anche qui a Vienna e in Austria, perché questa malattia non si ferma ai confini. Soltanto insieme possiamo combattere questo virus. Abbiate cura di voi. Ciao, liebe Grüße aus Wien. Dass ich während all dieser Zeit auch Homeoffice-Dienst hatte, werde ich in den Folgevideos jedoch nicht vertiefend erwähnen. 20. März 2020.
Ich versuchte darüber hinaus, auch mein Wissen in Sachen Anatomie und Physiologie zu erweitern. Ja, diese Chromosomen richten sich dann auf der Äquatorebene aus. Also insgesamt sieht das doch ein bisschen unserer Erde ähnlich. Ja, und es gibt noch so viel zu lernen. Puh. Und dann ging's wieder ab in den Hinterhofgarten. Alles geht, wenn man nur will. Und ein bisschen was habe ich ja schon geschafft. Moment. Also, da habe ich schon einen schönen Berg. Leider haben wir nicht mal eine Biotonne. Na egal. Das muss ich noch machen. Die Arbeit! 21. März 2020. Mit vollem Eifer widmete ich mich auch der Gestaltung meines YouTube-Videos Viren, Bakterien und Luftfeuchtigkeit. Und einfügen. Ja, und so geht das jetzt weiter und weiter und weiter, bis ich damit fertig bin. Wenn alles gut geht, könnt ihr euch das Video morgen auf YouTube ansehen. Bei Kälte verweigerte ich die Gartenarbeit und beließ es bei einem gefängnisähnlichen Rundgang. Hier ist niemand, nur ich. Die frische Luft tut aber trotzdem sehr gut. Meine Gartenarbeiten kann ich leider nicht fortführen. Da muss ich doch auf ein bisschen schöneres Wetter warten. 22. März 2020. Und damit es nicht langweilig wurde, paukte ich wieder ein wenig Physiologie. Man versteht es nicht beim ersten Mal, aber ich habe ja Zeit. Aber ich mache jetzt was Einfacheres. Was habe ich da? Tada! Russisch. Könnte eine ganz kleine Lektion machen. Da, но дело в том, что в моей семье все учатся. Aber leider ist es so, dass in meiner Familie alle etwas lernen. Ja, die erste Woche Isolation liegt hinter uns, zumindest hier bei uns in Österreich, in Wien. Und es zeigt, dass es durchaus Sinn macht, zu Hause zu bleiben, da die Zahl der Neuinfektionen nicht so rasch zunimmt wie beispielsweise in anderen Ländern.